Alles, was er erzählt, erzählt er allen. Und wenn er einem etwas anderes erzählt, erzählt er nachher allen, er habe einmal einem etwas anderes erzählt. Das sei aber auch wahr. Er bleibt bei der Wahrheit. Dass die Wahrheit eine Geschichte ist, heute eine andere als morgen, ist nur natürlich. Das kann man nachprüfen, am Most beispielsweise. Im Frühling blüht der Apfelbaum nach dem Kirschbaum. Die Apfelblüten sind nicht weiß, sondern rosa. Dann wachsen die Früchte heran. Und die Früchte werden, wenn sie reif sind, zur Presse gebracht und zu Apfelsaft gepresst. Gudi Eisinger, der stille Held in Jörg Steiners letzter großer Erzählung, ist ein geborener Fabulierer. Er arbeitet als Aufseher im Museum für Vorgeschichte, dessen verbleichende Exponate seiner Fantasie alle Freiheiten lassen, wenn er den Besuchern Geschichten darüber vorflunkert. Gudi ist auch ein Philosoph und Genießer. Etwas Musik von Schostakowitsch bei offenem Fenster, eine Flasche Wein und einen Mithörer, das genügt ihm. Doch auf einmal ist er verschwunden und mit ihm die Amerikanerin, die ihn im Museum immer wieder besucht hat. So beginnt Gudis Bruder, der ihm in verzweifelter Liebe zugetan ist, nach dem Verschollenen zu suchen. Er hält alles fest, was er über Gudi erfährt und wie er sich selbst an ihn erinnert. Gudi Eisinger ist ein Fabulierer, doch Jörg Steiner lässt in seinem Buch nicht ihn, sondern dessen spröden Bruder erzählen, der krampfhaft nach einer Wahrheit über das Verschwinden sucht, welche es mit Gudi gar nicht geben kann. Damit will sich der Bruder, der es zu einer bescheidenen Karriere als Versicherungsagent gebracht hat, nicht abfinden. Er fragt herum und ärgert sich, dass ihm die Freunde Gudis mit Zurückhaltung begegnen. Mit gutem Recht, denn zwischen den Zeilen dieses brüchigen Berichts offenbaren sich nur halbherzig verdeckt Ressentiments gegenüber dem verschwundenen Bruder. Jörg Steiners Roman ist ein schwebendes Verfahren. Aus lichten Anekdoten und ein paar dunklen Gedanken knüpft er eine leichte Textur, in der sich die vermeintliche Bruderliebe selbst ins Netz geht. Der aufgestaute Hass des Bruders bleibt ebenso in die luftigen Zwischenräume verbannt wie die soziale Härte der Außenseiterexistenz, die Gudi mit spielerischer Souveränität besteht. Die eigentliche Ironie dieses Steckbriefs zum Unkenntlichmachen einer Person, wie es einmal heißt, besteht aber darin, dass der verbissene, misstrauische Wahrheitssucher auch nur ein Fabulierer ist. Aus Gehörtem und Erinnertem spinnt er die Legende von Gudi, dem lieben Kerl. Ob sie wahr ist, bleibt einerlei. Die Gesetze des Erzählens zählen. Für beide Brüder.